Was erkennen Sie hierauf? Oh, ein Teufelschnabeltier. Das bin ich, wie ich die Welt rette. Ist ja ein großen Helden, mich. Das ist ein Bit von mir, Mann des Jahres. Das bin ich, wie ich die Welt rette. Bitte bleiben Sie ernst. Hä? Wieso? Sie sind doch der mit der Juxbrille. So, das war's. Okay. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Ach, aber ich habe doch nur gesagt, was ich gesehen habe. In dem Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus versuchen. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Wie, echt jetzt? Moostherapeutische Stricke, die günstige Alternative. Guckt sich das einer an. Der kommenden Saison trägt man die... Kann man den nicht nochmal ansprechen? Ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Schon wieder? Ja. Na gut, bringen wir es hinter uns. Können Sie mir nicht einfach irgendwelche Medikamente verschreiben? Ach, das dauert mir ja alles viel zu lange. Während wir hier quatschen, ist ein Teil von mir bereits auf halbem Wege nach Elysium, während der andere immer noch irgendwo in der Kanalisation rumsteigt. Genau, Bravo. Das ist das Problem. Das war eine sehr bildhafte und äußerst präzise Selbstanalyse. Sie machen enorme Fortschritte. Werde ich Ihnen doch jetzt keine Medikamente verschreiben. Blöder Mist. Zum Scheiß. Okay, Ach, kommen Sie. Sie geben mir ein paar Muntermacherchen und gut ist. Das kommt nicht in Frage. Erst einmal muss ich mehr über Ihren Fall erfahren. Dann entscheide ich, ob eine medikamentöse Behandlung angemessen ist. Wenn Sie so viel Wert darauf legen, was angemessen ist, warum tragen Sie dann diese Hose? Ein Gedicht von Dulmen. Verantwortung, Verantwortung. Der Arzt, der hat doch einen Sprung. Die Welt zu retten ist Welts Bestimmung. Doch erst braucht er eine Wegbeschreibung. Auf der Couch, er liegt doch aufgrund der Antworten. Er fliegt, aber ich bin wiedergekommen. Ich bin wiedergekommen. Eigentlich, es geht hier eigentlich nicht um mich, genau. Sondern um meinen Freund. Sind Sie sich da ganz sicher? Aber ich glaube, kann es nicht vielleicht sein, dass es hier doch vorrangig um Sie geht? Das ist keine Schande, wissen Sie? Boah, Sie sind gut. Die anderen tun nämlich immer so, als wäre das irgendwie verwerflich oder so. Wollen wir noch einmal dieses Kartenspiel spielen? Sie wollen den Rorschach-Test wiederholen? Ja. Na gut, warum nicht? Okay. Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Urin. Diesmal gewinne ich. Geil. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Elysium, wie es majestätisch über Deponia thront. Tja, das hatten wir ja schon. Zumindest so ähnlich. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Ein Schmetterling. Ein wunderhübscher Schmetterling. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber egal. Machen wir einfach weiter. Ich glaube, da kommen wir nicht mit weiter. Was erkennen Sie hierauf? Ich sehe einen großen Helden. Mich. Und Sie sehen hier wirklich nichts anderes? Wieso? Das ist doch was anderes. Ja, schon, aber... Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Egal. So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir... Aber ich habe doch nur gesagt... In dem Fall sollten Sie... Für Leute wie Sie... Sie sollten... Okay. Und bitte halten Sie sich... Ja, ist ja gut. Wir gucken mal die Hinweise hier. Was haben wir denn hier? Psychopharmaka für Boso besorgen. Boso von seiner Depression kurieren. Okay. Eigene Rohrschachbilder besorgen. Echt jetzt? Niedliches Tier, Heldenbild, Elysium. Echt jetzt? Eigene Rohrschachbilder? Sich Bosos Reaktion auf die Rohrschachbilder abholen? Therapie mit Boses Antworten. Okay. Da unten ist eine Druckerei. Dann gehen wir da mal runter. Dahin, ne? Zur Redaktion. Guten Tag! Barry! Da ist jemand an der Tür! Ich hab's gehört! Scheuch ihn weg! Ich brauche Ruhe Barry für wieder. Die Cover-Story! Du weißt schon, über den Idioten, der uns alle beinahe getötet hätte! Ja, ich weiß! Brandon, schönen guten Abend! Rufus, komm rein! Aber bitte ganz auf leise, bald. Ja?
Das wird zu komplex? Nein, das wird nicht zu komplex. Das wird hier, das läuft. Guck mal, Setzkasten. Da ist ja nur ein einziger Buchstabe im Setzkasten. Das große Irk. Wird es denn gar nicht gebraucht? Nein, wofür denn? Es gibt kaum ein Wort, in dem es vorkommt. Und über Satyrklauen haben wir bereits in unserem Winterspecial mythologische Körperextremitäten berichtet. Ich glaube, Toni hatte die Ausgabe. Warum eigentlich? In der Coverstory ging es um Zentaurin und ihre... Ah ja, schon klar. Ich erinnere mich wieder. So, Papier nehmen wir auch mal mit. Druckerschwärze. Passt. Dann sagen wir mal guten Tag, nachdem wir ihn ausgeräumt haben. Hey Barry, warum so traurig? Ach Rufus, es ist furchtbar. Alle sagen, dass du kein Held, es sondern wird nicht ein so verkleidet wie ich, dass du uns den Weltuntergang eingebrockt hast, sagen sie. Ach, die sind doch nur neidisch. Hut, ich bin total Brille, dufte und Schal, das weißt du. Oder ich Halstuch, weiß nicht mehr, was Jacke. Ich denken soll. Ich habe kein einziges Foto deiner Heldentaten schießen können. Du bist halt kein so guter Fotograf wie ich. Wenn ich doch nur ein Foto als Beweis für deine Selbstlosigkeit hätte. Ja, das wäre super für mich. Weißt du was? Ich mach dir einen Vorschlag. Ich suche ein Motiv für eine weitere Heldentat und du bekommst dein Foto. Einverstanden? Das wäre zu schön. Bin sofort wieder da. Guck mal, jetzt schreibt ihr wieder untereinander. Aber ist cool, das Gedicht. Fingerfokus? Ach, stimmt ja. Ich brauche noch ein geeignetes Motiv für eine Heldentat. Immer diese Subquests. Okay, kann ich er sieht grimmig aus. Besser, ich störe ihn nicht. Na gut. Ein geeignetes Motiv für eine Heldentat. Kann ich den Fingerfokus... Wie geil, echt? Wow, das laggt aber hier. Gut. Irgendwo müssten wir hier... Haben wir ein neues Motiv hier vielleicht? Die Zukunft ist noch nicht geschrieben. Zumindest nicht auf diesem Blatt Papier. Okay, dann... Okay. Geschwärztes Papier. Es ist noch zu früh für Schwarzmalerei. Würde ich Irko heißen, könnte ich jetzt meine Initialen überall hinstempeln. Capstockmaster. Guten Abend. Besucht ist männliche Aushilfskraft. Davon habe ich zwar auch eine ganze Menge, aber die behalte ich mal schön für mich. Ich habe jetzt geschwärztes Papier, aber das sind ja nicht unbedingt... Doch, lass uns mal probieren. Vielleicht reicht das ja schon. Als, nein, weiterspielen. Obwohl, nee, das wird es noch nicht reichen. Eigene Rohrschachbilder besorgen sind es noch nicht. Niedliches Tier in diesem Heldenbild. Zum Rebellen. Kann man denn irgendwo Elysium sehen? Da kommen wir nicht rein gerade. Elysium ist nirgendwo hier zu sehen. Ich habe jetzt auch noch nichts, was Feuer macht, ne? Was machen wir mit dem Feuer? Großtherapeutische guckt sich das an der kommenden Saison. Antennengabel. Ist es wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen? Das ist die Aufstiegsstation. Nun komm wieder zurück, Schnabeltier. Jetzt komm schon. Warum funktioniert das nicht? Stimmt ja. Ich brauche noch ein geeignetes Motiv für eine Heldentat. Immer diese Subk.
Nur für die Heldentat? Ich dachte, die brauchen auch was Niedliches vielleicht irgendwie. Wir gehen dann mal hoch zu Boso und halten ihm die Dinger, aber das wird's nicht hey, sein. Hey Boso, da du ja nicht zu deiner Therapie willst, dachte ich mir, ich kann dich ja therapieren. Mann, Rufus! Ach komm schon, das wird lustig. Und so ein paar Pappen hochhalten, das kriege ich auch noch hin. Also, was erkennst du auf diesem Bild hier? Das ist nur ein Fleck. Quatsch, das ist... Du hast recht. Das ist wirklich nur ein Fleck. Verdammt, wie sahen noch gleich die Karten des Therapeuten aus? Also muss ich da nochmal rüber, ja? Muss ich die vielleicht austauschen? Seine Karten. Mit der Druckerschwärze zum Strickladen, zur Therapiepraxis. Müssen wir das vielleicht machen? Das für ihn die. Ich gebe ihm das mal. Was erkennen Sie auf diesem Bild? Einen Patienten, der versucht, den Spieß umzudrehen. Falsch. Jetzt sind Sie der Verrückte. Ich glaube, Sie haben den Sinn dieses Texts nicht ganz verstanden. Verrückt, 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 verrückt. Na, 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 na. Verrückt. Ach, herrje. Alles klar. Wieder auf Spoiler fahren, weil, was? Na, ich bräuchte noch eine Therapiesitzung. Ein Spoiler wird nicht gern gesehen, doch sollte es geschehen, ist der Timeout die erste Wahl und später die große Qual, lieber Caps Lock Master. Tommy Froh hat gesprochen. Hören Sie auf meine Mords. Ach, das ist doch nicht machen. Nun, die Gurte. Kommen Sie gern wieder, wenn Sie bereit sind, die Therapie ernst zu nehmen. Hier steht ja, eigene Rohrschachbilder besorgen. Ach so, ja, mach ich gleich. Speichern. Ich bin nicht interessiert an irgendwelchem Schnickschnack. Eine Teigtasche kostet 1,25 Slotty. Aber solange ich keine neue Aushilfe habe, bleibt die Fritteuse eh aus. Du machst Teigtaschen in der... Hör mal, ich mach gar... Das macht meine... Und die kennt sich auch... So, speichern wir mal. Die letzten zwei Wochen lief es geschmeidiger, fand ich. Da lief es irgendwie geschmeidiger. So, da liegt doch was Neues. Bitte was? Ein Schnuller? Ja, nimm mal mit. Fühlt sich zumindest wie ein Schnuller an. So glitschig und schnulleresk. Na dann. So, das sollte sie vorerst zum Schweigen bringen. So. Nochmal na dann. Ausziehen. So. Na, ha, hab ihn. Oh, Tatsache. Cool. Na dann. So. Na. Fühlt sich so an, als ging es dahinter noch weiter. Ich spüre einen Luftzug und die Luft ist warm und feucht. Schwierig. Na dann. So. Na, hab ich dich. Okay, es geht ja langsam voran hier. So. Nevek war ja auch das Spiel mal betroffen. Ich hab doch nicht gesoffen. Hier wird schon der Strick angeboten. Das spricht auch sehr für die Toten. Das wollte ich nur mal erwähnen, auch wenn manche andere gehen. Das Spiel ist auf das Ende aus. Macht euch nichts draus. So, ich muss mich mal wieder anfangen zu konzentrieren. Keine Frage, es ist der Plot oder ein Nie. Kann das kombinieren? Keine Frage, es ist der oder ein. Kann man nicht. Eine Art Moos. Aber wir können mit dem Ast vielleicht mal in der Spalte ein bisschen. Wenn ich den Stock dieser Spalte reibe, könnte sich vielleicht ein Feuer entzünden. Alles und alles, klar. Was man dafür braucht, ist ein wenig. Haben wir.
Jens Hunde haben wir. Keine Frage, ist der Bruder ein... Weg da! Jetzt. So. Das Gestrüpp steckt in der Spalte. Und nun? Hey, na klar! So kann ich Feuer machen. Und nur weil sie geschrien... Gibt es überhaupt etwas, das ich nicht in Brand gesteckt bekomme? Sag doch mal selbst, Goal. Goal? Wie geil. Oh. Ich will schneller zurückhaben. Wie cool. Absolut geil. Sieht ja knuffig aus. Zum Totlachen. Nur damit du im Bilde bist. Das war alles geplant. Und überhaupt. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Wir müssen diese Dingensäure finden, um dich wieder zu einem echten Menschen zu machen. So, okay, super. Jetzt können wir nämlich hier durch das Fenster mit dem anderen dann Teile austauschen. Coole Sache. Coole Sache. Dunkelheit. Irgendwas bewegt sich da hinten. Wie bitte? Nennst du mich etwa einen Angsthasen? Du kannst ja gerne selber nachgucken, genau. Fräulein Großmaul. Siehst du? Die ist süß. In dem Popo von einem großen Getier macht er well ein Feuer hier. So sieht's aus. Einfach unerschrocken. Sie lebt. Das Goli. Ist die Hauptsache. Goli. Ja, wenn süß. Du wieder groß bist, werde ich dich nie wieder töten, dreiteilen oder in einen Säugling verwandeln. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Ach, Goal, du verzeihst mir alles. Das mag ich so an dir. Richtig knuffig. Ein Drehkreuz, das drehen wir doch erstmal. Ja, eine Sache noch. Bevor ich dort in der Finsternis für etwas Erleuchtung sorge, stell dich immer zwischen mich und die menschenfressenden Monster. Wir wollen ja nicht, dass mir was passiert. Ich staune immer wieder, wie dämlich diese Organons sind. Und jetzt, nach dem einmaligen Erfolg von Schau mich an, ist es uns eine Freude, die erste exklusive Hörprobe seiner neuen Single präsentieren zu dürfen. Freuen Sie sich mit uns auf Cowboy Dodo mit Schau dich um. Oh Gott, jetzt auch noch die B-Seite. Die B-Seite. Ey, du glotzt ja immer noch, schlimmer noch. Du kommst doch nicht mehr runter, wie eine Zeitung aus dem Sommerloch. Reg dich ab, leg dich ab, schnapp nicht über. Du weißt doch selber, wer nicht nachgibt, wird nicht klüger. Also guck mal doof, reicht schon, das ist hier eine Live-Show. Sei es drum, du weißt schon, ich bin hier der Maestro. Hab ich Soße an der Fratze, krieg ich da eine Glatze. Läuft nicht was auf YouTube, irgendwas mit Katze. Du schaust mich an, als gäb's grad nichts anderes in der Glotze. Ich kann's nicht einmal übel nehmen, weil ich genauso kotze. Wenn ich überall nur Schrott seh, glaube mir, das tue ich. Denn wir wohnen ja auf Deponia, da ist's halt nicht so blumig. Überall im Übel ist auch irgendwo Elysium. Da stehst du falsch rum. Schau dich um. Was ist dein Problem? Gibt's hier irgendwas zu sehen? Ey, was glotzt du denn so dumm? Schau dich um. Hast du Scheuklappen, Schleudertrauma, Schiss oder Rheuma? Bist du taub? Bist du stumm? Mann, schau dich um. Hör auf Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, Cowboy Dodo, schau dich um. Ey, Cowboy Dodo, dip, dap, dubub, dub, bip, 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 schau dich um. Hör auf. Tja, da hat er gar nicht so unrecht. Man sollte sich wirklich viel mehr umschauen im Leben. Sonst verpasst man doch die ganzen Eindringlinge. Alarm! Scheiße. Kacke, Mann. Oh. Ach, Nachwuchs. Es ist ja entsetzlicher als befürchtet. Bist du mein Papa? Oh Gott, das will ich nicht hoffen. Und wenn doch, dann schlägst du eher nach deiner Mutter. Ich bin Rufus. Entschuldigen Sie bitte die mangelnde Zurückhaltung meiner Schwester. Und sie freut sich nur, dass wir endlich einen Erwachsenen gefunden haben. Ich bin Rusty. Das da ist Gretchen und unser kleiner Bruder heißt Hansel. Ein Strohhalm namens Hansel? Eure Eltern waren echte Sadisten, ne? Zumindest haben sie uns hier in der Kanalisation ausgesetzt. Wir irren schon eine ganze Weile alleine durch die Dunkelheit. Können Sie uns vielleicht helfen? Können kann ich schon, aber wollen tue ich nicht. Verzieht euch! Aber das ist nicht die angemessene Reaktion. Als Erwachsener haben Sie die Verantwortung, armen Kindern in Not zu helfen. Mag sein, aber ich habe ja schon einen Rotzbalg an der Hacke. Ich kann mich doch nicht zerreißen. Ihr helft euch mal schön selbst. Husch! Ein Rotzbalg. So, ein letztes Loch von Lou.
Rorschach-Bilder muss Well machen, doch wo bekommt man solche Sachen? Er sich im Dunkeln nach einem Schnuller reckt und Goal sogleich ins Mäulchen steckt. Am Gestrüpp kann er nun ziehen. Ist das jetzt der Weg zum Fliehen? Ein Ast bekommt er von dem Ganzen und zündet an die trockenen Pflanzen. So. Ich will jetzt hier erstmal. Hier muss was gehen. Ich will jetzt mal zügig weitermachen. Gretchen. Na, da habe ich mir was eingebrockt. Sitzt! Platz! Na, hören Sie mal! Wir sind doch keine Hunde! Das kann man wohl sagen. Hunde sind intelligent und verstehen einfache Kommandos. Ich komme vor lauter Gedichten gar nicht mehr zum Spielen gerade. Sitzt! Platz! Na, wir sind doch... Das kann man... Okay, Hunde gut, sind intelligent... Gut, mit denen kann man nichts Sitzt, machen. Sitzt! Platz! Na, hören wir sind... Das okay, kann man... Mit, Hunde sind... Mit Goal auch nicht. Dann können wir in der Tat hier nur weitergehen gerade mal. Hey, ach so, die kommen, wenn ich euch nicht brav helfe, müsst ihr mir auch nicht hinterher dackeln. Wer ist das? Ich befinde mich auf einem gefährlichen Abenteuer. Hm. Aber wir brauchen doch ihre Hilfe. Und ich sage euch, das ist nichts für Kinder. Ihr könntet in ein Plasmagefecht geraten. Oder gleich von dieser Hexe da drüben aufgefressen werden. Also wenn ihr mich fragt, sieht die ganz schön hungrig aus. Na also, ich verbitte mir solche Unterstellungen. Ich esse doch keine Kinder. Nicht? Ach nicht? Ja, was treiben Sie denn dann hier? Ich sammle alte Flaschen und verkaufe sie dem Sewers Inn. Hier unten gibt es einen Pub? Na wunderbar. Ich könnte durchaus... Augenblick mal. Ihnen ist nicht zufällig ein Behälter mit einer grünen Flüssigkeit untergekommen? Doch. Und ich habe die 5 Zlotti dafür bekommen. Die Lyrik hast du ganz lieben. Siehst du, Goal? Ich hab doch gesagt, ich rette dich. So, ich will aber eben zurück. Okay, dann haben wir noch eins von Däumen und eins von Skara. Und dann mache ich mal eben kurz Pause. Nun, wer Fingerfotos macht und dabei wie verrückt lacht, der braucht nun einmal ein gutes Motiv. Wetten dabei geht hier etwas schief. Auch in der Dunkelheit hat Well es falsch gemacht. Verwechselt hat er den Insektenpo mit einem Feuerschacht. Feuermachschacht. Das war ein hübscher Po, ne? So. Und von Skara, endlich ein Weltquall, der wieder rätseln muss. Dann rede ich ja nicht nur Stuss, in letzter Zeit konnte er schon wie Poki denken, da musste das Spiel wieder mal wieder lenken, sonst laufen die Zuschauer noch schreien gegen die Wand. Aber nun nehmen sie das wieder in die Hand. In der Tat, als die letzten Wochen lief es echt besser. Eure Gedichtsstunden sind echt cool, muss ich sagen. Aber ich muss auch mal an die denken, die... Also momentan haben wir ja 50% Gedichte pro Folge, sag ich mal. Und da ist sie nun. Schmeiß die Windmühlenpumpe an. Goalie haben wir sie intern genannt und ich glaube auch im Text. In Abgrenzung zu Baby Goal. Ein bisschen unglücklich natürlich, dass der Charaktername Baby Goal schon durch das Auftauchen einer Baby Goal im zweiten Teil in Chaos of Deponia vergeben war. Stimmt. Aber es ist natürlich Goalie. Und Goalie, jetzt erzähl doch mal, wie du diese Sprachaufnahmen, also wie du diesen künstlerischen Geniestreich halt vollzogen hast. Dein Alter, einfach mal so gefühlte, will dir jetzt nicht zu nahe treten, gefühlte 13 Jahre runterzuschrauben auf dieses, nein, Moment, 17 Jahre runterzuschrauben, nein, 20 Jahre, gefühlte 17 Jahre runter, 18 Jahre runterzuschrauben, auf, was ja nun wirklich nicht einfach ist, also auch schauspielerisch gesehen. Jetzt sag's doch mal. Das bedeutet also, du hast da diese spezielle Technik und das nennt man ja auch, also das fällt schon in den Bereich von Method Acting, oder? Bananen, wirklich. Krass. Und die Regierung. Ich hätte es nicht gedacht, aber ihr habt es selbst mit euren eigenen Ohren jetzt gehört. Es sind erstaunliche Methoden, die hier verwendet werden von unseren Sprechern. Ich bin sprachlos, aber vielleicht erzählst du einfach nochmal kurz unserem Publikum, was du mir gerade eben hier hinter den Kulissen erzählt hast, weil du hast ja dieses geheime Insiderwissen über unseren Gaststar, über den Smudo in Erfahrung gebracht, also private Insiderinformationen, nicht wahr? Scheiße, ey. Ich hätte es nicht gedacht. Nee, ich auch nicht.
Ja, das sind, wie gesagt, krass, ganz erstaunliche Methoden, die unsere Sprecher hier einsetzen. Man muss dazu auch sagen, dass gerade unsere Sinica, die ja quasi dich gesprochen hat, Gol, richtig? Genau, dass die schon eine große Historie hat. Einige von euch wissen es möglicherweise schon, dass es nicht ihre erste Hauptrolle in einem unserer Spiele ist, nicht wahr? Genau, sie hat ebenfalls nämlich die oft und viel zu Wort kommende Lilly in Harveys neue Augen gesprochen. Aber was fällt dir noch ein? Ah, einen eurer Lieblingscharaktere möglicherweise. Und zwar die Doris in Harveys neue Augen, wer hätte es gedacht, ist ebenfalls Sinica gewesen. Da seid ihr baff. Und letzter Fun Fact, noch eine weitere zweite Hauptrolle in einem unserer Spiele. Und jetzt haltet euch fest, darauf kommt ihr nie. Spot. Ja, Spot in Whispered World. Das warst du auch. So, okay, wir machen mal weiter. Außerdem wollte ich nur gesichert gehen, dass meine Grafikkarte nicht verreckt. Ah, da hinten geht's auch noch hin. Können wir hier irgendwas. Nee, wir haben ja nichts im Inventar. Noch ein Pilz. Cool. Was kann der denn? Haha, wie geil! Screenshot! Das war cool. Wie geil. Das machen wir nochmal. Screenshot! Was? Ja. Am Ende frisst der Strich den Bildschirm auf. Genau. Das kann ja auch passieren, sowas. Und noch ein Pilz. Was springt denn da eigentlich immer? Dieses ist im Spiel, ne? Hoffe ich. So, okay, wir können zum aussätzigen Dorf. Sprechen wir doch erstmal mit der Pfandhexe. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Das sind nicht meine. Sie scheinen das anders zu sehen. Ja, aber ich hab's mir nicht ausgesucht. Glaub ich dir gerne. Falls du einen Tipp willst. Mama Cosimas selbst gehäkelte Schlupftüten sind extrem reißfest. Schlupftüten?